Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Miscreated im Patch 38. Immer noch dieselbe Session, also immer noch an dem Zeitpunkt, wo vielleicht Wölfe noch um uns herum streizen, aber immer noch auf dem Weg nach Norden. Exit Clytel, ja hallöchen, genau da wollen wir auch hin. Wir wollen nämlich erstmal nach Clytel. Schauen wir mal kurz auf die Karte, damit ihr auch seht, wo wir sind ungefähr. Da, Clytel, ich kann es euch ja nur mit... Naja, gut, okay. Aber es ist eher so im Bereich... Nee, ich kann es euch ja sagen, es ist im Bereich D... 5. D5 ist es. Da wollen wir mal kurz hin. Zu Clytel, da waren wir nämlich schon mal. Und ich glaube, dass es da sogar ein bisschen coolen Stuff gibt. Wir gehen aber natürlich wieder in die Egos-Perspektive. Und wir wollen natürlich auch noch kurz auf den Berg da hoch, beziehungsweise eigentlich in die Höhle, die da so ein bisschen davor gelagert ist. Da müsste es auf jeden Fall noch in dem Bereich ein bisschen was geben. Da müssen wir mal gucken. Also vielleicht finden wir die Höhle ja tatsächlich. Die müsste, glaube ich, auch recht einfach zu finden sein. Aber wir werden mal schauen. Mal schauen, wir sind auch schon woanders jetzt als eigentlich gedacht. Also ich dachte eigentlich, dass wir so ein bisschen zentraler auf der Karte sind. Aber ist egal. Ich verwechsel meistens immer auch so ein bisschen halt die Größenverhältnisse. Oh, guck mal. Downtown, genau. Perfekt. Also wir müssen hier weiter nach Downtown. Das passt ja. Okay, dann sind wir tatsächlich nicht da, wo ich dachte. Aber wir können trotzdem mal kurz noch bei Clytel vorbeischauen. Denn da gab es, soweit ich weiß, auch nochmal ein bisschen Militärloot. Da sind wir schon mal einmal gespawnt. Das war also die vorletzte Session, müsste das gewesen sein. Ja, schade, damit ist die Höhle zwar raus erstmal. Die müsste nämlich dann da hinten irgendwo sein. Aber dafür gibt es Clytel. Tatsächlich. Und wenn wir überleben, gibt es vielleicht dann auf dem Rückweg die gute Höhle. Und da gibt es irgendwo auch einen Absturz drauf. Also ist ein Flugzeug irgendwo drauf abgestürzt. Auf dem Berg da hinten. Das habe ich aber noch nicht gefunden. Es scheint kein großer Absturz zu sein. Ich hatte natürlich gehofft, es ist dann vielleicht ein riesen Passagierjet. Oder am besten noch am besten, es wäre natürlich dann sowas wie ein Militärflugzeug, was am besten sehr viele Güter geladen hat. Also Militärgüter geladen hat. Das wäre cool. Aber ich habe nichts dergleichen gefunden. Also insofern. Aber wir können da gerne natürlich dann später nochmal nachgucken. Aber jetzt gehen wir erstmal nach Clytel. Und für alle, die letzte Folge nicht aufgepasst haben, wir sind bewaffnet. Wir haben mittlerweile für unsere M1911, also den guten alten Colt, für den haben wir satte 2 Magazine, die wir losfeuern können. Und sogar noch ein bisschen extra Munition. Für alle anderen haben wir leider jetzt nicht großartig was, obwohl wir schöne Waffen zum Teil haben. Aber da müssen wir halt noch ein bisschen was finden. Ansonsten haben wir echt eigentlich schon eine ganz gute Gear. Da bin ich echt so oft mit zufrieden. Aber wir brauchen halt, da mangelt es noch am meisten halt Munition, vor allen Dingen für unsere großen Waffen. Weil wenn es hier zu einem Entfernungskampf kommt, dann sind wir vielleicht dann doch noch eher ein wenig am Arsch. Da ist dieses, die Bergkette. Ach, und eine Sache will ich, wenn wir schon mal wieder dabei sind, zu kritisieren. Im Guten wie im Schlechten. Ist halt wirklich, wie die Entfernungsdarstellung, wie die Sachen sich aufbaut. Dieses Punktierte. Teilweise wirkt es irgendwie immer ein bisschen komisch. Also, dass diese da... Vielleicht kann man es hier irgendwie ganz gut gerade zeigen. Gucken wir mal auf diesen Busch da vorne. Dass das klappt. Sehen wir wahrscheinlich... Doch, jetzt seht ihr das noch. Der löst sich in Punkte auf. Irgendwie ganz komisch. Und wird dadurch immer schwammiger. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen... Naja. Also, es müsste immer schwammiger einfach nur werden. Dann wäre es okay. Aber dieses komische Gepunkte ist komisch. Und es gibt dann immer ab und zu so Punkte, wo einem das dann wirklich ins Auge sticht, weil wahrscheinlich gerade so dann der eine Busch, bei dem das häufiger vorkommt oder extrem aussieht, dann häufiger gerade vertreten ist und dann ist immer Arsch. Deswegen wäre das toll, wenn man das vielleicht dann noch so ein bisschen ändern könnte. Aber gut. Wollen wir uns darüber erstmal nicht den Kopf zerbrechen, sondern wir machen natürlich erstmal eiskalt weiter. Da oben müsste die Kante sein, die ich meine. Ja, ich... Na gut, er fokussiert ja die Pistole an. Insofern passt das ja sogar vielleicht. Dass der Hintergrund da so ein bisschen schwammig gestellt wird. Aber okay. Und da hinten sehen wir schon die ersten Ausläufer von Downtown. Da wollen wir ja auch hin. Und am besten zu dem großen Hochhaus mit Fahrstuhl und sonst was. Aber ich weiß natürlich nicht, ob wir das jetzt unbedingt finden werden. Ich sehe gerade, dass wir 38,9 Grad Celsius haben. Das ist eine ganze Menge. Also ich sag mal so, ne? Das ist nicht gut. Da sehe ich doch ein Auto. Und wenn das hier so versteckt ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass es fahrtüchtig ist. Und das wäre super fett.
Haben wir? Nein! Schweine! Ich habe nämlich die Sparkplugs, haben wir. Wir haben auch. Wir hatten noch irgendwas, genau, den Drive Belt. Uns fehlt jetzt noch Öl. Müssen wir uns noch merken, Öl und Batterie. Okay. Okay, Öl und Batterie, Öl und Batterie, Öl und Batterie. Sicher? Ich gucke mal schnell nach. Batterie und Öl, Batterie und Öl. Alles klar. Ja, sehr schön. Den werden wir uns mal merken. Wenn wir nämlich jetzt in Clyde Hill Öl und Batterie finden sollten, ne, dann werden wir da, glaube ich, nochmal zurückkommen und uns das Schmuckstück gönnen. Dann fahren wir nämlich mit der Polo-Karre nach Downtown City. Welcome to Clyde Hill. Herrlich, herrlich. Und da seht ihr nämlich schon hier gleich am Anfang sind da gleich so ein paar Zelte. Das ist nämlich, hier kriegt man durchaus auch ein bisschen Militärloot. Und das ist gut so. Obwohl wir jetzt ja tatsächlich sogar aufgrund des Autos sogar eher so ein bisschen technische Loot brauchen. Aber das müsste hier auch geben, weil es gibt hier auch reguläre Häuser. Dann geben in der Regel dann auch dann die ganzen Garagen dazu. Und dann müsste das eigentlich auch irgendwie schon wieder passen. Hallöchen. Ja, wir schmeißen die Toten einfach vor die Stadt. Mein Kleidhill finde ich cool gemacht. Das ist wirklich, die ist sehr stimmungsvoll, finde ich, weil die wirkt einfach echt wie eine Stadt, die sich angefangen hat abzugrenzen. Hier hat man so ein bisschen Militärleute mit dazu, die sich praktisch jetzt schon mit hingestellt haben. Und man hat einen Zaun drum gebaut mit Checkpoints und so, und das würde wieder passen. Nicht wahr? Das ist schön. Oh, das ist ein Bus, und ich glaube, das ist sogar einer, den man tatsächlich auch machen kann. Augen! Gewöhnt euch! Gewöhnt euch schneller! Oh. Shotgun. Haben wir nichts für. Lassen wir also liegen. Weißt du was? Wir nehmen mal wieder die Taschenlampe. Was ist das? Ich dachte schon, ich hätte es jetzt weggeschmissen. Ich glaube, ich habe da was kommen sehen. Ja. Er lädt nicht mit R nach. Ich habe gelesen, dass er eigentlich mit R nachlädt. Oh, scheiße. Ich mach euch. Das waren zwei Leute. Jetzt geht mir die Pumpe. Wir müssen hier ganz schnell mal nachladen. Jetzt haben wir auch einen Großteil unserer Muni verschossen. Wo ist es denn jetzt? Nein, darin sollte es doch gehen. Ich schmeiße uns mal schnell eine Bandage hinterher. Die haben sich aber, finde ich, auch ein bisschen doof angestellt. Vielleicht wollten sie von Anfang an nicht unbedingt schießen, aber die haben sich da so rangesneakt, da durchgeschaut und weiß ich was. Nichts gesagt, also ganz ehrlich. Ich glaube, das war schon richtig so. Essen, kommen wir erstmal noch ein bisschen. Wir gehen mal schnell auf 100% mit dem Essen. Vielleicht haben sie auch was geschrieben, das kann natürlich auch sein. So, jetzt gucken wir erstmal, was sie hier Feines haben. Brauchen wir nicht unbedingt. Nehmen wir aber trotzdem mal kurz rüber. Ansonsten geben wir das mal wieder zurück, aber dann können wir wenigstens ein bisschen unsere Sachen hier weiter befüllen. Was haben wir da? Noch einen 9 mm brauchen wir nicht. 300 können wir wenigstens stacken. Das brauchen wir alles nicht. Was hat der an Stuff ansonsten dabei? Eine Carlington. Die aber glaube ich nicht. Nee, nee, die hat keine Munition. Können wir uns alles knicken. Ich lasse die auch da, weil ich versuche eher mal die Renegade 7. Klarschiff zu kriegen. Was hat er dabei? Oh, die haben übrigens die Waffen fallen gelassen, ne? Ja, geil, der ist schussbereit, der Revolver, den nehmen wir mal mit.
Den nehmen wir mal sowas von mit. Was haben wir da? Carlington. Ja, hallöchen. Du wirst ausgetauscht. Jetzt müssen wir doch auf die Carlington setzen. Geht halt nicht anders. Nicht wahr? Oh. Dann haben wir erstmal noch ein paar dafür. Upload. Wo ist die Kugel hin? Da ist sie. Und da rein. Alter Schade, ist das hier viel. Crafted 9mm und da hat er... Jetzt müssen wir hier alles ein bisschen umstellen. Jetzt steige ich gerade gar nicht mehr durch. Was habe ich denn jetzt hier alles noch? Also wir haben unsere... Die Karlin, genau. Okay, das passt soweit alles. Die sind auch alle weit, soweit da am Stissel. Ich hau jetzt mal die hier raus. Jetzt reicht's. So, weg damit. Was haben wir da? ACP, die brauchen wir noch. Die werden sich so ärgern. So. Jetzt nehmen wir seine Gun und natürlich auch die Munition dafür weg. Können wir schon mal eine Kugel mit reintun. Das passt. Die können wir alle so lassen. Molotow-Cocktail, ja klar, die nehme ich auch mit. Ansonsten, mein Rucksack ist cooler als seiner. Die Jacket ist geiler als meins. Danke für die Jacke. Fühlt sich toll an, so den Loot zu sammeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir noch ein drittes Magazin mit? Ich glaube ja mal schon. Die Axt können wir jetzt endgültig mal weghauen. Was ist das hier? Was ist das hier eigentlich? Das ist nicht für die Carling, das ist aber auch nicht für die andere, die wir hatten. Insofern passt das soweit. Haben wir eigentlich jetzt eine Batterie oder so dabei? Nee, ne? Leute, nächstes Mal könnt ihr mir doch bitte auch ein bisschen eine Batterie oder so bringen. Das wäre doch auch nice. Aber trotz alledem sind wir jetzt hardcore bewaffnet. Bam. Damn. Fette Scheiße. Aber ich muss sagen, der Colt hat sich wirklich schön angefühlt zu schießen. Das war gar nicht schlecht. Hier haben wir Benzin. Benzin brauchen wir, glaube ich, schon. Kann ich nicht mehr tragen. Scheiße. Ah, der hatte Benzin. 20% sind nur, aber er hatte Benzin. Dies weiß ich noch. Wir brauchen ja nur Öl und eine Batterie. Die werden wir schon noch finden. Wie die sich sneaken wollten, die Pisser. Wie die sich sneaken wollten. Und wir haben sie eiskalt gemacht. Ich brauche meine Taschenlampe wieder. Das geht echt gar nicht. Ich glaube, ich tausche es einfach mal dagegen aus. Finde ich ja geil. Wenn wir jetzt noch den Wagenclash-Schiff kriegen, dann muss ich eigentlich schon fast wieder aufhören zu spielen, weil das ist so viel Glück kann man einfach ansonsten nicht haben. Wir gucken mal schnell uns den Wagen hier an. Ich glaube ehrlich gesagt, dass man den hier auch... Genau, man kann den tatsächlich auch fahren. Und da haben wir unsere schöne Batterie. Och, okay, wir müssen Sachen wegschmeißen. Das brauchen wir alles nicht. Komm. Schnabulieren wir mal alles ein bisschen. Jetzt vielleicht? Ja! Okay, jetzt brauchen wir nur noch Öl. Das ist ja schon mal ganz anständig. Kommen wir gut voran. Alter Scheiße. Haben sie aber auch wirklich komisch angestellt. Ich meine, den einen konnte hier recht gut dann auf einmal sehen. Die waren wahrscheinlich dann auch im Inventar und dabei, schön ihre Sachen nachzuladen. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Weil ich habe gelesen, ehrlich gesagt, dass man jetzt mit R auch nachladen kann. Warte mal, ich kann doch schon... Ach, da hätten wir nochmal eine Batterie. Ist aber egal. Es hat nicht funktioniert. Ihr habt es gesehen, ich hatte die bei der 1911 hatte ich ein zweites Magazin und ich musste es so nachladen. Schade, schade. Darauf hatte ich mich jetzt eigentlich gefreut, dass man es auch genau so machen kann. Okay, Batterien gibt es hier anscheinend satt, aber ich brauche natürlich auch noch Öl, Leute. Ich brauche noch Öl. Nehmen wir mal einen Apfel mit. Aber wir sind jetzt sehr gut gerüstet für Downtown auf jeden Fall. Das kann man schon mal sagen. Und hier gibt es sogar noch hier und da ein bisschen Stuff. Gehen wir mal nach drüben. Gehen wir mal rüber. Geil, 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 geil. Vor allen Dingen, weil jetzt einfach wirklich... Wir haben jetzt nahezu eine Traumbewaffnung. Also besser geht's dabei kaum. Ich meine, klar, es gibt noch die großen Magazine für diese gecraftete 9mm Gun. Die wir jetzt haben. Und das wäre natürlich noch geiler, aber ja, ich meine, dafür haben wir echt eine Menge Schuss dafür. Das darf man halt auch wiederum nicht vergessen. Aber jetzt könnte man durchaus auch nochmal den neuen Zombie sehen.
Oder diesen großen. Weil den würde ich jetzt ganz gern schon mal mit der M. Ich habe es gehört. Mit der MP würde ich mir schon ganz gerne mal ein paar einschenken. Ach kommt, Leute, ich brauche doch jetzt noch Öl. Das kann doch nicht so schwer sein. Öl hat man doch normalerweise mal recht häufig gefunden. Schade, 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 schade. Aber ich meine, ich weiß, muss mal im Nachhinein nochmal gucken, wie häufig wir die getroffen haben. Weil ich glaube gar nicht so häufig. Also, bis sie umgefallen sind. Ich glaube, das waren zwei, drei Schuss immer und dann waren die auch weg. Da nicht. Komm, wir brauchen Öl. Öl. So, Kacke. Öl, komm, Öl, Leute. Öl, bitte. Wir werden hier schon noch Öl finden. Das können wir so. Oh, da ist nochmal so ein etwas besseres Häuschen. Da gucken wir natürlich auch nochmal nach. Oh, aber die werden sich auch recht. Die werden sich tierisch ärgern. Das ist auch irgendwie eine feine Sache. Wenn man sowas gewinnt. Bin ich ja ganz ehrlich. Oh, nochmal Bandagen. Gut, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Davon haben wir schon eine ganze Menge. Wir gucken mal ein bisschen hier weiter eher in den zivilen Bereich der Stadt rein. Ich höre Zombies. Hier sind nochmal wie so Art Scheunen. Das ist gut, da will ich reingucken. Komm schon. Wir brauchen doch nur Motoröl. Gucken wir mal hier rein. Motorradhelm? Naja, immer. Ja. Nee, du, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, sauber. Gehen wir mal gleich auch wieder zurück zum Auto. Weil wir haben ja an sich alles, was wir brauchen. Ich glaube sogar tatsächlich, ich halte als Primärwaffe weiterhin sogar den Colt. Ich habe mit der MP schon mal gespielt, die gecraftet, und ich fand die nicht geil. Ich fand den Colt jetzt ehrlich gesagt schöner und auf größere Distanzen dann halt die Remington, Remington sag ich schon, die Carlington. Und wir haben damit sogar satte 5 Schuss mit der Carlington, das ist so geil. Können wir ordentlich wegzwirbeln. Es lackt. Es steht. Tu es nicht. Dreh mal schnell ein Stückchen. Na? Oh, lass es jetzt nicht abgestürzt sein. Das wäre doch schade. Ich höre noch die Zwitscherei und alles im Hintergrund. Tut es nicht. Komm schon. Wir hatten einfach zu viel Glück, würde ich sagen. Na ja gut, dann machen wir an der Stelle trotzdem jetzt erstmal kurz eine kleine Pause. Mal gucken, wie es weitergeht, würde ich sagen. Denn wir müssen mal gucken, ob ich jetzt hier rausgehen muss oder nicht. Oder ob ich überhaupt noch rausgehen kann. Also. So, da sind wir auch wieder. Der Server scheint nicht die Gerätsche gemacht zu haben, sondern tatsächlich wir oder was auch immer hierbei. Komm, zieh die Waffe. Ja, super. Denn da sind mittlerweile, so wie kann ich schon mal sagen, 22 Leute mittlerweile drauf. Also es sind schon mal mehr geworden. Am Anfang, wie gesagt, waren es irgendwie, also mit mir zusammen dann so circa 10. Was ja schon mal ganz cool ist. Denn wir brauchen ja auch ein paar Leute. Insgesamt, ne, nicht wahr? Aber es scheint halt auch, dass wir unseren Stuff noch so weit behalten haben. Ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut. Kann natürlich sein, dass die Aufnahme kaputt gegangen ist, weil ich konnte die nicht regulär beenden. Ich musste wirklich mit der Altsteuerung entfernen und so weiter. Also das Ganze wirklich richtig hardcore beenden. Ich hoffe mal, dass das nicht kaputt gegangen ist. Obwohl bis jetzt da die X-Story mich eigentlich noch nicht wirklich im Stich gelassen hat. Insofern müsste das eigentlich schon gehen. Und gleich haben wir auch noch ein kleines Autochen. Und dann geht's voll ab. Oh, wir sind so geil bewaffnet. Das ist so herrlich. Das feiere ich einfach nur. Okay, okay. Guck mal, bevor wir ins Auto noch einsteigen, werden wir nochmal kurz auf die Karte gucken. Ich werde nämlich auf jeden Fall nochmal wissen wollen, wo war der denn jetzt? Jetzt muss er hier irgendwo gestanden haben. Da ist es. Denn haben wir jetzt alles dabei? Ja. Hallo Batterie. Und hallo Öl. Aber wie gesagt, erstmal kurz Karte.
Wo haben wir sie denn? Da. Okay. Dann, ja, können wir es eigentlich nicht wirklich verfehlen. Alles klar. Komm, lass los. Nein, du steckst wieder weg. Machen wir mal hier ganz schnell die zweite Knifte noch dazu hin. Ey, tausch es aus. Ja, danke. Okay. Wir werden mal vielleicht uns das alles sogar so hinstellen, dass wir nach Möglichkeit gut nachladen können. Dann haben wir hier nämlich alles für die gecraftete MG, SMG. Hier alles für den Colt. Und mehr brauchen wir hierbei ja schon eh nicht mehr. Aber hier erst noch so ein bisschen die Munition am besten rein. Dann haben wir alles so ein bisschen wenigstens unterteilt. Okay. Steigen wir mal ein. Nein. Ich würde ganz gerne zum Fahrersitz gehen. Er war. Ist ja perfekt. Ich guck mal. Oh, ich glaube, da haben sie auch ein bisschen was geändert. Das hatte noch ein bisschen geflackert vorher immer. Okay, jetzt flackert aber die gesamte Umgebung hat. Ja, okay. Wir fahren wieder aus der Third Person. Wir könnten da eigentlich eiskalt mal den Berg runterheizen. Oh ja. Das geht schon, das macht das Ding mit. Ich meine, hierbei kommt es ehrlich gesagt beim Fahren immer ganz gut, wenn es eher ein bisschen arkadiger ist, muss ich sagen. Ich meine, bei DayZ haben Linus und ich letztens ja mal hier so einen Sedan zum Laufen gekriegt. Ich meine, noch an dem Teil, wo es noch nicht ultrahart gelackt hat, war es trotzdem nicht irgendwie nicht wirklich cool zu fahren. Ich meine, war witzig, dass sie versucht haben, das Ganze so ein bisschen realistischer zu gestalten, aber insgesamt war es doch trotzdem eher eine Stimme. Wir werden noch mal kurz zurückfahren, oder? Wir haben halt nicht viel Benzin, das ist ein bisschen problematisch. 20 Benzin ist nicht so geil. Aber ist egal, wir fahren da mal ein bisschen mit rein. Ich meine, es gab noch beim Zeltlager noch mal Benzin. Ach Gott, wir müssen eigentlich noch mal zurück. Wir müssen das Benzin oben mit einfahren. Okay, wir werden mal kurz gucken. Ich steige noch mal kurz aus. Mal gucken, ob was jetzt sich am Benzin getan hat. Steigen. Es ist noch relativ konstant bei 2. Nee, dann lassen wir das mal. Dann lassen wir das. Wir werden schon noch irgendwann Benzin finden. Das geht schon. Okay, shiften kann man hierbei nicht. Und wir sind voll auf Kurs. Müssen wir das eigentlich alles mal. Wir müssen eigentlich den Bus fast nehmen. Wir können vielleicht mit dem Bus durch die Gegend fahren. Aber ich habe jetzt echt keinen Bock, nochmal zurückzufahren. Aber ich glaube so, dass der Bus mittlerweile genau dieselben Sachen braucht wie das normale Auto. Insofern könnte man da tatsächlich sogar ein bisschen dann eigentlich mogeln. Prinzipiell gesehen müsste es da ja schon gewisse Unterschiede geben.